Herzlich willkommen auf der Pressekonferenz der Linken. Heute wird der Vorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Rixinger, sich zu folgenden Themen äußern. Zu den Lockdown-Beschlüssen vom Sonntag, zu einer Aktion gegen Krankenhausprivatisierung am Dienstag, zur Einberufung des Bundesparteitages der Linken im Februar 2021 und zur aktuellen Debatte um den Mindestlohn. Danach ist wie immer Gelegenheit zu fragen. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, zumindest zu meiner letzten Pressekonferenz in diesem Jahr. Die nächste wird er dann Katja Kipping machen. Zuerst zu den Beschlüssen vom Sonntag. Dass wir bei den aktuellen Infektionszahlen einen Lockdown brauchen und benötigen, ist keine Frage. Unverständlich ist mir nach wie vor, warum aus den Fehlern dieses Jahres nichts gelernt wird. Dieser neue Lockdown hat die gleiche Schieflage wie der zuvor. Und zwar sowohl eine soziale Schieflage wie auch von der Sache her. Nach wie vor verstehe ich nicht, warum bestimmte Maßnahmen nicht ergriffen werden. Zum Beispiel die Schulen jetzt mit Luftfiltern auszustatten oder mit besseren Belüftungsmöglichkeiten oder auch nur die technologischen Voraussetzungen zu schaffen, dass ein geteilter Unterricht stattfinden kann, zum Beispiel jede Schülerin und jeder Schüler einen Laptop bekommt von der Schule. Ich verstehe nicht, warum man die Taktzeiten der Busse und Bahnen nicht erhöht, um dort das Gedränge zu minimieren. Ich verstehe auch nicht, warum die Arbeitsschutzbestimmungen nicht stärker kontrolliert werden. Wir wissen doch, dass Amazon zum Beispiel ein Hotspot ist, wo überdurchschnittliche Ansteckungsgefahren davon ausgehen in den Schlachthöfen. Wir wissen, dass bei Sammelunterkünften enorme Gefahren ausgehen. Und ich verstehe nicht, warum die Menschen nicht in Wohnungen oder den frei werdenden Hotels untergebracht werden. Das betrifft sowohl die Obdachlosen wie die Geflüchteten, wie auch die Beschäftigten in der Fleischindustrie. Aber auch die soziale Schieflage ist ein großes Problem. Es ist nicht so, dass die Bundesregierung nichts tut, aber die Versäumnisse, die wir die ganze Zeit haben, werden leider durch die bisherigen Maßnahmen nicht korrigiert. Es ist gut, wenn man an die Gaststättenbesitzer und Hotelbesitzer denkt, aber wenig an die Beschäftigten. Wir müssen doch registrieren, dort sind weit über 1 Million Beschäftigten, die wenig verdienen, die kein Trinkgeld bekommen und die mit 60% Kurzarbeitergeld über die Runden kommen müssen. Genauso wie jetzt die Beschäftigten im Handel, wenn man die Geschäfte schließt. Wir fordern, dass endlich das Kurzarbeitergeld auf 90% erhöht wird, dass gerade die Menschen, die besonders leiden, nämlich im Niedriglohnbereich, die keine Zuzahlungen haben durch gute Tarifverträge, auch viele Teile der migrantischen Bevölkerung oder Alleinerziehende, endlich sozial auf vernünftige Füße gestellt werden. Wir verstehen nicht, warum bei Hartz IV nichts getan wird und bei den Menschen, die in der Grundsicherung sind. Alle Sozialverbände fordern dort eine Sozialzulage oder eine Corona-Zulage oder erhöhte Sätze. Beides passiert nichts. Hier wird eine ganze Gruppe von Menschen wirklich abgedrängt in die Armut, denen es sowieso nicht gut geht und die auch nicht besonders gut durch die Pandemie kommen. Auch bei den Solo-Selbstständigen fällt immer noch eine klare Regelung, die eine Unterstützung auch bei der Lebenshaltung vorsieht. Ich weiß, dass dort nachgebessert wurde, aber das reicht eben bei weitem nicht aus. Wir brauchen wirklich einen solidarischen Lockdown. Dazu gehört auch im Übrigen ein Mietmoratorium. Jetzt haben wir beide Gruppen, sowohl die privaten Mieter und Mieterinnen, die aufgrund von Einnahmeausfällen oder Einkommensausfällen die Miete nicht bezahlen können. Das hat man im ersten Lockdown berücksichtigt und praktisch erschwert, dass diese Menschen gekündigt werden können. Es ist seit Juli ausgelaufen, warum wird es nicht verlängert? Aber es betrifft auch die Gewerbetreibenden, die hohen Mieten nicht mehr bezahlen können, weil sie extreme Umsatzeinbußen haben. Auch dort müsste man ein Mietmoratorium machen und erhöhten Kündigungsschutz, wenn die Mieten nicht sofort bezahlt werden können. Da gibt es wirklich soziale
Schieflagen, die dringend korrigiert werden müssen, und es gibt Defizite, die dringend beseitigt werden müssen. Die Linke wird sich für einen solidarischen Lockdown einsetzen. Dazu gehört auch im Übrigen, dass es nicht sein kann, dass während der Pandemie, wo wir ohnehin große Probleme bei der Versorgung der Patientinnen und Patienten haben, immer noch einen gravierenden Notstand haben bei den Pfleger und Pflegerinnen, dass weiterhin Krankenhäuser privatisiert werden können. Ich gehe diese Woche in das Klinikum Niederlausitz. Dort steht tatsächlich die Privatisierung des Krankenhauses an. Es soll von einem Krankenhauskonzern, wahrscheinlich der Sana, aufgekauft werden. Ich finde dessen unmöglichen Zustand, dass die Bundesregierung versäumt hat, jetzt zu sagen, Krankenhäuser sind eine öffentliche Aufgabe. Dort war es ein Fehler, sie zu privatisieren, sie Markt und Wettbewerb zu übereignen. Und das muss korrigiert werden, dass Krankenhäuser in öffentliche Hand gehören grundsätzlich und dass es darum geht, Kranke gesund zu pflegen und nicht Gewinne damit zu machen. Ich werde auf alle Fälle an der Seite der Beschäftigten und der Betriebsräte stehen und dafür kämpfen, dass solche Krankenhäuser nicht privatisiert werden. Wir haben derzeit eine interessante Debatte um den Mindestlohn. Wenn Hubertus Heil sagt, wir brauchen einen Mindestlohn von 12 Euro, kann man ihm nur zustimmen. Es ist nur die Frage, warum der Mindestlohn im Januar von 9,35 Euro auf 9,50 Euro erhöht wird und nicht auf 12 Euro, wie es richtig gewesen wäre. Diese Erhöhung ist eigentlich lächerlich. Wir gehen in Tippelschritten dann überhaupt mal über die 10-Euro-Grenze. Da vergeht dann noch mal einige Zeit, aber von 12 Euro sind wir elendlich weit entfernt. Und alles unter 12 Euro ist deutlich unter der Armutsgrenze und kann nicht akzeptiert werden. Die Gewerkschaften, insbesondere Verdi, haben den Bundesarbeitsminister dafür kritisiert und haben gesagt, das ist zu wenig und da muss jetzt ein politischer Schritt gemacht werden. Wir müssen praktisch der Mindestlohnkommission, die muss jetzt erstmal ausgesetzt werden. Es bedarf eines politischen Beschlusses der Regierung und des Parlaments, direkt und schnell auf 12 Euro zu gehen und dann können wir wieder auf das normale Verfahren zurückgehen. Die Gewerkschaften haben vollkommen recht, 12 Euro ist das Mindeste. Wir sagen, man braucht eigentlich 13 Euro, weil die Menschen sonst gesichert in die Altersarmut gehen. Es wäre aber ein enormer Fortschritt, wenn wir wenigstens mal eine direkte Erhöhung auf 12 Euro bekommen würden. Zum Schluss die Einberufung des Bundesparteitages der Linken im Februar. Wir haben jetzt beschlossen, nochmal endgültig im Parteivorstand am Wochenende, dass der Parteitag am 26. und 27. Februar einberufen wird, und zwar als hybrider Parteitag. Wir machen also Freitag praktisch einen Internetparteitag, einen Videoparteitag mit Debatten, mit den Generaldebatten, mit den Reden der Parteivorsitzenden, mit der Antragsberatung des Leitantrages. Es geht da im Leitantrag insbesondere um die Ausrichtung auch schon des Bundestagswahlprogramms. Wir haben neben unseren ganzen sozialen und ökonomischen Forderungen auch einen Schwerpunkt drauf gesetzt auf den sozialökologischen Umbau oder sozialökologischen Systemwechsel oder linken Green New Deal, wo es darum geht, dass wir mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht einfach so weitermachen können wie seither, sondern die Klimakrise wird trotz Pandemie da sein und wir müssen dieses Problem lösen. Und die jetzigen Investitions- und Hilfegelder müssen auch dafür eingesetzt werden, dass es einen grundsätzlichen Umstieg gibt. Am zweiten Tag werden wir dann auf 16 Orte bundesweit verteilt
Parteitage machen. Also das hat den Sinn, dass fast in jedem Bundesland ein Parteitag stattfindet und nirgendwo über 100 Delegierte sind, sondern überall unter 100 Delegierte und wir damit kein Problem mit den bestehenden Hygienemaßnahmen haben. Dort wird dann der neue Parteivorstand gewählt, und zwar ausschließlich. Wir wollen das eben kurz halten. Aber das Prozedere geht eben auch länger. Es geht nicht nur um den Vorsitz und um den Geschäftsführer und den Schatzmeister. Es geht ja auch um über 40 Parteivorstandsmitglieder, die alle gewählt werden müssen. Wir werden praktisch diese dezentralen Parteiveranstaltungen übertragen, sodass alle alles mitverfolgen können. Das heißt, wir haben eine Lösung gefunden, wie wir einerseits eine gute politische Beratung und Debatte bekommen werden, aber wie wir jetzt auch die anstehenden Wahlen für die neue Führung durchführen können, sodass wir auf das Bundestagswahljahr gut vorbereitet sind. Die Stimmung im Parteivorstand am Wochenende war sehr gut. Wir haben auch nochmal sehr umfassend die Anträge zum Leitantrag beraten und wir gehen davon aus, dass dieser Parteitag auch in guter Stimmung einen Aufbruch signalisieren wird, weil wir gehen ja ins Bundestagswahljahr und die Linke geht da gut aufgestellt, personell und inhaltlich rein. Ja, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Insofern danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Sagen wir bis zum nächsten Jahr. Auch keine Fragen im Netz? Nö. Ja, dann darf ich Ihnen, falls wir uns nicht mehr sehen, auf alle Fälle schöne Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.